herzlich willkommen bei einem neuen Anleitungsfilm von teleschirm.info und dem kryptomag.de. Es soll um das Anlegen von verschlüsselten Containern gehen und wie diese am Mac mit Bordmitteln erstellt werden können, also ohne zusätzliche Programme. Dazu brauchen wir eigentlich nur das Bordmittel-Festplattendienstprogramm. Das finden Sie in Ihrem Programmeordner oder eben über die Spotlight-Suche, die Sie über Command und Leerzeichen erreichen. Das Programm finden Sie im Dienstprogrammeordner. Und es sieht so aus, dass da eine kleine Festplatte mit einem Stethoskop dran ist. Dieses Programm öffnen wir. Nachdem das Programm alle verfügbaren Festplatten geladen hat, können wir auf ein neues Image klicken. Nun können wir diesem Image einen Namen geben, zum Beispiel verschlüsselt. Und wir legen die Größe fest. In dem Fall lasse ich es bei 100 MB. Sie müssen dann individuell entscheiden, wie groß Ihr Container werden soll. Beim Format können Sie sich im Prinzip auch am Standard halten. Einzige Einschränkung ist, wenn Sie das Device unter Windows benutzen möchten, ist es vielleicht sinnvoll, das Format XFAT oder FAT zu benutzen. Ansonsten können wir es beim Standard belassen. Nun klicken wir auf die Einstellung Verschlüsselt. Die 256-Bit AES-Verschlüsselung bietet sich hier besonders an. Denn große Einbußen gibt es am Macintosh nicht, da der eingebaute Prozessor eine extra Schnittstelle für das AES hat und somit auch nicht wirklich langsamer wird und nicht nennenswert mehr Rechenkraft benötigt. Wir benötigen keine Partitionstabelle und das Image-Format ist ein beschreibbares Image in diesem Fall. Sie können aber auch ein mitwachsendes Bundle-Image wählen. Wenn Sie das tun, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihr Image jemals zu klein werden wird, da es einfach mitwächst. Das bedeutet, wenn Sie heute 40 MB hineinfüllen und morgen 1 GB, dann wächst das Image mit und Sie müssen nicht im Vorhinein mehrere Gigabyte auf Ihrer Festplatte blocken. Nun klicken wir auf Erstellen. Da sich das aber niemand merken kann, können Sie auf teleschirm.info/Passwort gehen und dort finden Sie eine Anleitung, wie Sie sich da ein leichtes Passwort zusammensuchen können, das aber nicht zu schwer wird. Alternativ können Sie natürlich wie immer auf diesen Schlüssel klicken und den Rest macht dann OS X für Sie. Sie sagen bloß, ob das Passwort einprägsam sein soll oder möglichst zufällig, was ich Ihnen empfehlen würde, und Sie können die Länge anpassen. Wie Sie sehen, schlägt der grüne Balken bei 21 Zeichen voll aus. Das können Sie so machen. Sie können aber natürlich auch ein eigenes Kennwort hinterlegen. Nun bestätigen Sie noch mit OK. Und nun wird das Image erstellt und verschlüsselt. Fertig ist das verschlüsselte Device im Prinzip. Nun können Sie über den Finder gehen und Sie sehen an der Seite das Device verschlüsselt. Und hier können Sie nun einfach nach Belieben Dateien hineinfüllen. Ich fülle jetzt einfach mal ein Bild hinein. Nun öffne ich das Device und Sie sehen, hier liegt das Bild. Wenn ich nun also möchte, dass die Verschlüsselung aktiviert wird, klicke ich hier auf Auswerfen und das Gerät ist ausgeworfen. Öffnen können Sie es an dem Ort, wo Sie es abgelegt haben. Ich habe es in dem Fall unter Dokumente abgelegt. Mache einen Doppelklick drauf und schon öffnet sich das verschlüsselte Device hier wieder an der Seite. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie bei der Passworteingabe den Haken bei im Schlüsselbund Speichern entfernen.